Und damit hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von eurer Gameplayerin. Ja, ich befinde mich gerade in Fort Pinta und zwar habe ich jetzt hier noch ein goldenes Osterei entdeckt. Das wollte ich euch noch eben zeigen. Ich öffne das Osterei wieder und finde gar nichts. Achso, doch, finde etwas Gold da drin. Das ist schön. So. Ja, ich habe das Osterei entdeckt, als ich hier meine tägliche Runde gemacht habe mit der Fort Pinta-Strecke. Das zeige ich euch natürlich nicht mehr jeden Tag, weil das wäre einfach zu viel. Vor allen Dingen wäre es zu langweilig, wenn man immer wieder das Gleiche macht. Ich meine, es ist zwar ganz nett, wenn man sieht, dass man den Rekord teilweise etwas verbessert, aber naja, man muss ja nicht immer das Gleiche angucken. Aber wir haben hier in der Nähe... Ach, Moment, Moment, Moment. Da fällt mir was anderes ein. Wir haben... glaube ich, unsere Spirit Quest ja noch nicht. Also abgeschlossen haben wir sie auf jeden Fall noch nicht. Ich weiß nicht, ob man die hier noch weitermacht. Oh, das sieht irgendwie creepy aus mit diesem komischen dunklen Osterhasenkopf da. So, wo war denn die Questgeberin? Hier. Okay, wir haben nichts mehr drüber stehen anscheinend. Ja, anscheinend kommen wir hier nicht weiter. Da müssen wir wohl den nächsten Teil der Spirit Quest woanders suchen. Gut, der werden wir dann sicher über den Weg laufen noch unterwegs. Dann werden wir erstmal die eine Quest machen, die ich jetzt mit euch machen wollte. Und zwar ist die schräg rechts gleich. Ich habe es übrigens noch nicht geschafft, weil ich im Moment leider nur sehr wenig Zeit habe zum Spielen. Ich habe es noch nicht geschafft, mein Pferd so weit zu leveln. War die das nicht? Hallo? Konnte ich nicht mit dir reden? Doch. Stopp, stopp. Mutige Reiterin, du musst mir helfen. Heute Morgen ist mein kleines Lamm Twinky vor Angst weggerannt. Sie ist in die Felder Richtung Westen gelaufen. Ich glaube, ich kann sie manchmal vor Angst schreien hören. Ich kann diesen Ort nicht verlassen. Ich glaube, ich werde ohnmächtig. Ich kann keinen einzigen Schritt tun. Wenn du allerdings meine kleine Twinky finden könntest, dann wäre ich überglücklich. Oh, ich hoffe, die Wölfe finden sie nicht vor dir. Du solltest ein klein wenig frisches Gras pflücken und ihr geben. Das ist ihr Lieblingsessen. Das sollte sie beruhigen und sie dazu bringen, dir zu folgen. Oder sie wenigstens dazu bringen, nach Hause zu laufen. Gib ihr mehr leckeres Gras und sie wird dir folgen. Okay. Machen wir doch gerne. Kann ich das Gras vom Rücken des Pferdes holen? Mal gucken. Ja, kann ich. Okay, sehr schön. Ah, da hinten ist auch noch was. Wie viel muss ich denn pflücken? Ah, doch, da hinten ist noch was. Ja, hier ist so viel Gras zum Pflücken, aber ich weiß nicht, wie viel. Und ich weiß auch nicht, wo ihr Lämmchen ist. Also sie ist nach Westen gelaufen, das hat sie gesagt. Da können wir dann gleich mal gucken. Aber wir sollten natürlich gucken, dass wir vorher so viel wie möglich hier an Gras einsammeln. Boah, ich sehe hier nicht so viele Bäume. Oh, hier ist ein Friedhof. Aha. Interessant. Da ist auch noch was. Naja, davor laufen solltest du eigentlich nicht. Hallo. Geh. Los. Hier ist noch was. Hier ist noch was. Ich weiß immer noch nicht, wie viel wir davon brauchen, aber wir nehmen das mal einfach alles. Vielleicht finden wir ja dann auch auf dem Weg gleich noch das Schaf. Lamm. Ja, wenn ich da jetzt runterspringe, dann setzt er mich wieder zurück. Gut, okay, für ein echtes Pferd wäre es jetzt auch ein bisschen hoch, um da runter zu springen, muss man ja auch ganz ehrlich sagen.
Das ist ja schön, das ganze Glas. Das ganze Glas. Was habe ich heute mit meinem Glas? Das ganze Gras hier zu pflücken. Aber ich muss doch auch mal so langsam auf die Suche nach dem Schäfchen gehen. Nach dem Lämmchen. Ja, was habe ich denn heute mit Schafen? Genau. So, außerdem weiß ich nicht, wo... Ah, da ist es. Da ist es. Oh, Süße. Hallo. Mary had a little lamb. So, wir haben jetzt schon 19. So. Komm, wir gehen mal so langsam mit dir nach Hause. Wo läufst du hin? Hallo? Ich würde sagen, dass wir das unterwegs immer mal wieder kurz füttern. Weiter geht's. Wo ist es da? Hat ja schon was Langwieriges auf sich. Aber okay, wir sind gleich soweit. Halt, stopp, stopp, stopp. Ich muss wieder füttern. Das ist so süß. Das Lämmchen. Ich muss hier mal eben, das sieht wirklich so süß aus. So, jetzt kommt er natürlich einer ins Bild geritten. So, guck noch mal kurz in die Kamera, das wäre schön. Hallo, kann man das eigentlich streicheln? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? So, dann geben wir ihm auch noch was zu fressen. Komm, du bist irgendwie viel langsamer als mein Pferd. Wieso stockt mein Pferd denn jetzt? Achso. Ja, verstehe, verstehe. Ah, bleib doch stehen. Ja, genau, es war so klar. In die falsche Richtung. Wir kommen. Wenn auch nur mit sehr wenig Geschwindigkeit, aber wir kommen. Juhu. Ach, die hieß wirklich Mary. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Du hast sie gefunden. Du bist wirklich die Mutigste der Mutigen. Und weiter in den unbekannten Gefilde Moorlands vorzudringen, musst du schreckliche Gefahren gegenübertreten und unversehrt mit den Hilflosen und Unschuldigen zurückkehren, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Du bist ein wahrer Moorland-Champion. Ich werde eine Petition beim Rathaus einreichen, um dir zu Ehren eine Statue aus purem Gold errichten zu lassen. Danke, mutige Reiterin. Danke. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber okay. Ich bin ein Level aufgestiegen, yay! Wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich jetzt das Pferd kaufen wollte, dann wäre ich glücklich.